Ja, hallo, mein Name ist Anna Bartholomä. Ich bin in einer kinderreichen Familie in der Eifel aufgewachsen. Trier war für uns immer die nächste Kulturstadt, aber ich habe schon mit 16 für den Karl Marx geschwärmt, zusammen mit der Rosa Luxemburg. Und ich finde, dass in der Karl Marx Stadt Trier unbedingt die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands präsent sein muss und sich zur Diskussion mit möglichst vielen Trierinnen und Trierern stellt.